Hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem Let's Play angezockt. Ich komme gerade von der Videothek und ich habe gesehen, in meiner Abwesenheit, da war ja einiges los auf dem Spielesektor. Da hat sich einiges Neues in die Regale gemischt, nämlich dieses Spiel auch, Deus Ex. Und ich denke mir, wir machen da mal einen kurzen Blick rein. Es soll ja ein extrem cooles Game sein, ziemlich tiefgründig. Ist aber ein Shooter und Leute, ihr wisst ja, Toso und Shooter, das kommt nicht gut. Aber für einen kurzen Blick haben wir ja mal Zeit, okay? Also, wir starten da durch. Angeblich kann in diesem Spiel der Charakter ziemlich gelevelt werden und es soll recht interessant sein. Auch ein neuer Hype. Die Synchronisation soll etwas mager sein, aber die Spielewelt recht groß und umfangreich. Mal sehen. Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen und die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, wenn etwas mehr Zeit... Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten Sie nicht, er wäre fast fertig. Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Und in Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Dies ist eine Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Seraph, sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, human kontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wissenschaftler von Seraph Industries treffen morgen in Washington ein, um ihre Aussagen zu untermauern. Aber heute Abend. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Bei allem Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld. Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird sie noch reißen. Komm schon, Mac. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging's nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm, ich gehe ein Stück mit dir. Tja, und los geht's, Leute. Also, die Info war, wir sind da in der Zukunft... Wo? David wartet, Adam. Wir sollten aufbrechen. Forschung ziemlich hochgeschrieben wird. Man kann den menschlichen Körper modifizieren.
Warnung. Zugang nur für autorisiertes Personal. Und unser Doktor hier... Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Seraph? Meg! Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf den künstlichen Durchflusszellen. Okay. Aber die verstärkten Neuropeptiden aus dem Padded-Cluster könnten unsere Kalibrierung stören. Stimmt. Sehe ich mir gleich an. Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen... Eric, Sie weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nie tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum Declans Messwerte abweichen. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Glia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Proteins ist die Ursache. Mit einem besseren Zytometer. Könnten wir eine genauere Messung vornehmen, die Ihre Theorie bestätigt? Ich werde mit David darüber reden. Wenn er es bei Page Industries bestellt, kriegen wir vielleicht einen Kaffeeautomaten dazu. Du machst dir zu viele Gedanken, Adam. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Wir sind nicht alle Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern. Verdammt! Vorsicht, Eddie. Die Kisten sind mehr wert als dein Gehalt. Schon gut, schon gut. Nia, sind Sie soweit? Für Washington. Die haben das nötig. Ah, Dr. Reed. Das ist General O'Neill. Dr. Sevchenko sagte mir, Sie machen Fortschritte mit dem Taifun. Ja, vor allem dank Vasili. Wie ich schon sagte, Sir, der Taifun hat ein modifiziertes Kampfchassis, das auch ich benutze. Allerdings habe ich das Design verbessert und verwende als Treibladung für die Stahlkugeln Mikroladungen. Und das Rückstoßproblem? Ist gelöst durch kinetische Ableiterwiderstände. Hier, sehen Sie. Fangen Sie an. Typhoon, ja? Okay. Beeindruckend. Wann ist das System fertig? Ich muss leider los. Aber Vasili hat alle Details, General. Natürlich. Wir müssen auch an der Präzision des Typhoons arbeiten. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingern begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ihn. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar. Okay, Leute. Also, Dr. Reed hat irgendwas Tolles erfunden und die sollen das da jetzt in Washington vortragen. Wohin musst du? Dianes Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Pflanzen um. Hat er die Vase schon geschafft? Ich habe sie weggestellt. Und ich habe den Garten eingezäunt. Wie du es immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam. Da ist etwas, das... Guten Abend. Ja, hallo. Pritchard. Na, alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Hab ich Sie unterbrochen, Jensen? Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und, ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie... Oh. Moment, ich vergaß. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Ward. Und Sie wären überrascht. Hat Seraph Sie auch herbestellt? Athena, ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht, falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Gentlemen, schön, Sie beide zu sehen. Hallo. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Das ist der moderne... So, Leute, ich bin ein wenig eingeschränkt in meiner Bewegungsfreiheit. Der Mann kommt nicht einfach so. Er ist Nobelpreisträger. Die Senatoren lieben ihn, Lyle. Die Anhörungen werden mit ihm viel reibungsloser verlaufen. Morgen ist ein großer Tag für uns. Ist alles vorbereitet? Ja, Sir. Die Capitol Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich Ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie es ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich.
Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Udaro je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. Oh, oh. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los? Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. So. Aha. Gut, Leute, ich glaube, das war mal das erste Video dazu und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei Nummer 2, wenn es da heißt, wir müssen da in den Aufzug und wahrscheinlich Leute retten gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Der Code lautet 0451. Also nicht vergessen, Leute, 0451 lautet der Code. Das war euer Toso für Let's Play angezockt. Bis gleich. Ciao, Leute.